Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch grüßen und zwar zu den Patch Notes 8.11 am Abend. Eigentlich habe ich, muss ich ehrlich sagen, sie gestern schon erwartet, gestern kam sie dann leider nicht mehr. Dafür haben wir sie aber allerdings heute und ich muss sagen, da sind insane coole Änderungen dabei. Ich freue mich wirklich auf einige mehr, auf andere weniger, sind aber wirklich einiges dabei. Ja, als erstes haben wir Pike, der kommt natürlich direkt mit einem Chroma auf die Server, ja, das heißt, er hat jetzt schon mehr als Aurelion. Aurelion hat immer noch nur ein Skin. Aber wollen wir mal hier nicht meckern, gehen wir direkt zu den Champions rüber. Anivia. Anivia, wir hatten ja letztens erst die Mana-Änderung. Viele haben dann geschrien, ja, Mana-Änderung, total scheiße jetzt hier. Mages werden super krass genervt. Eigentlich war es wirklich halb so wild, wenn wir mal ehrlich sind. Allerdings natürlich so Champions wie Anivia, die doch sehr, sehr Mana-intensiv sind, haben da doch etwas drunter gelitten und deswegen kriegen sie ihren Ausgleich. Das heißt, wir haben nachher auch noch einen anderen Champion. Bedeutet, Cooldown auf Stufe 1 von Flash Frost ihrer Q um 2 Sekunden reduziert. Das ist absolut insane, muss man sagen. Denn ihre Q-Skills erst ab Level 10 packt sie den zweiten Punkt da rein. Das heißt, bis Level 10 hat sie 2 Sekunden weniger Cooldown auf der Q. Und das ist ihr Zeitfenster, wann du gegen sie traden kannst. Ja, wenn sie einmal ihre Q raus hat, hast du nur noch 10 Sekunden. Das ist ein unglaublich geringes Zeitfenster. Ist absolut nicht schön, gegen Anivia zu spielen, wenn du nur so ein kleines Fenster hast, um sie zu traden. Finde ich nicht so toll, aber Anivia auf jeden Fall strong dadurch. Vor allem die zweite Änderung ist, dass sie pro Instanz, ja, das heißt, sie macht ja ihre Q einmal durchs Ziel und dann nochmal auslösen, 0,05 AP Scaling dazu bekommt, also insgesamt 0,10 und das ist ziemlich gut. Die E knallt sowieso schon komplett rein mit der Q. Das heißt, wenn du jetzt eine QE-Kombination abbekommst, ist nicht so schön. Weiter geht's mit Graves. Graves ist natürlich aktuell bekannt, einer der absolut besten Jungler, rippt richtig durch und ja, deswegen soll auch etwas genervt werden. Attack Damage um 3 reduziert und er hat weniger Ultimate zur Verfügung durch den erhöhten Cooldown. Ich muss ehrlich sagen, ja, natürlich ist Graves zu stark, aber wenn Graves jetzt wieder genervt wird, dann haben wir wieder einen anderen Jungler, der zu stark ist oder zu OP ist. Und ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt lieber was wie Graves, der gerade stark ist, den du, es ist ein starker Champion, den du aber umbringen kannst, anstatt sowas wie Sejuani, die dann broken ist im Jungle. Super tanky, kannst du nicht töten, hat unglaublich viel Damage, unglaublich viel CC. Das ist so das gesamte GG-Paket. Naja, das willst du nicht haben, dann lieber so ein Graves. Ja, zum Thema Jungle, Kha'Zix. Wundert mich so ein bisschen, denn seine Winrate ist nicht mal insane broken oder so. Die ist, glaube ich, relativ normal. Aber jedes Mal, gestern erst wieder gehabt, jedes Mal, wenn Kha'Zix nicht gebannt ist und irgendjemand ihn pickt, geht der Typ 8-1. Das ist, der ist einfach komplett GG. Und alleine, dass dieser Champion in dem kompetitiven Bereich gespielt wird, zeigt, dass er broken ist. Assassinen werden im Competitive Bereich eigentlich nicht wirklich gespielt, weil sie da nicht so richtig von Fehlern profitieren können. Aber ja, Kha'Zix schon. Kha'Zix Ultimate ist auch das, was ihn wirklich, beziehungsweise der Ultimate Evolve ist das, was ihn einfach so broken macht. Du kannst dich über die ganze Map bewegen, ohne dass sich eine Person gesehen hat. Und das ist jetzt wirklich kein Scherz, es geht tatsächlich. Und deswegen wird das komplett entfernt und ja, zu der alten Air Evolve geändert. Das heißt, was haben wir? Erstmal etwas weniger Cooldown. Die Stealth Duration hält jetzt noch 1,25 Sekunden. Dafür, wenn ihr das Ganze entwickelt, hält es 2 Sekunden. Das heißt, wir haben hier einen ordentlichen Bonus von 0,75 Sekunden zusätzlich. Das ist schon etwas worth. Und jetzt ebenfalls statt 2 Anwendungen wieder 3. Also relativ halt die alte Geschichte wie damals. Könnte interessant sein. Damals wurde es sehr selten evolved, aber mit diesen 0,75 Sekunden schauen wir mal, ne? Kindred. Kindred hat natürlich darunter gelitten, dass jetzt sehr viel Attention auf den Scuttler gezogen wird und das natürlich ein Camp ist, was sie unbedingt gerne machen möchte. Und deswegen ist es jetzt so, dass ihre Passive nur noch 40 Sekunden Cooldown hat, das heißt, sie markiert deutlich öfter und sie fängt direkt bei Minute 205 an zu markieren. Ist auf jeden Fall nett. Naja, Kindred, sie hat schon ewig nicht mehr gesehen. Ne? Kindred-Spieler tun mir ein bisschen leid, wobei, hey, es gibt viele Champions, ne? Die Skarner, klar, er war jetzt ein bisschen broken, aber davor jahrelang nicht, ne? Ja, meine Freunde, diesen Champion würde ich am liebsten direkt überskippen. Vor allem kriege ich eher einen neuen Skin auf dem PvE. Playmaker Lee Sin. Ja, wer da nicht lacht, ne? Playmaker Lee Sin. Ich habe heute und gestern nochmal gegen Lee Sins gespielt. Ich habe wirklich aktiv drauf geachtet und die haben einfach geintet, wirklich. Aber ist okay. Die waren nicht in meinem Team, weil ich dodge bei sowas. Er soll gebufft werden. Grundsätzlich sind diese Buffs dafür da, weil seine Warding Trinkets etc. und Sidestone und so weiter, da ist er halt richtig horrible gerade. Spielt kein Lissan, bitte. Ja, auf jeden Fall. Er kriegt mehr Energy zurück im Late Game. Das wird er trotzdem sacken. Also, es ist okay, mehr Energy, aber weiß ich nicht. Ja, was trotzdem noch dazu kommt, was ganz nett ist, ist, dass er besser sehen kann, wann er seine Spells reaktivieren kann. Wie viel Zeitfenster er dann noch hat. Das ist ganz nett. Das ist toll. Ja, Rakan. Im Prinzip
meiner Meinung nach eine bessere Leona. Oder ein besserer Leona. Keine Ahnung, wie man das sagt. Na, der kann alles, nur ist auch sehr, sehr defensiv. Und das soll jetzt angegangen werden. Das heißt, ja, er kann extrem hart engagen. Wenn es aber nicht so gut läuft, shield ich und heile ich einfach meine Mates. Und deswegen wird das etwas reduziert. Das heißt, er kann weniger heilen. Und sein Battle Dance, das heißt sein Shield, hat ebenfalls weniger Shield zur Verfügung. Finde ich absolut in Ordnung. Denn ein Champion sollte gewisse Stärken und Schwächen haben. Wenn du Leona pickst, dann gehst du all in. Dann willst du nicht noch, dass die Leona einen Heal und etc. hat. Und so ist das halt ähnlich bei Raka. Talia-Änderung finde ich übel interessant, muss ich sagen, Leute. Talia, also Fluch und Segen zugleich. Ne? Fangen wir einfach mal an. Move und Speed wird übel insane erhöht. 325, das ist so ein Mage Move und Speed. So ganz relativ langsam normal. 340 bis 350, das ist Assassin Move und Speed. Das ist wirklich, wirklich schnell. Außerdem bekommt sie mehr Health dazu. Und jetzt geht's nämlich los. Rock Surfing wird übel krass gebufft, denn ihre Passive 30% bis 45%. Das heißt, ihr habt direkt am Anfang viel, viel mehr Roaming-Potenzial. Und ihr seid nur noch 2 Sekunden davon quasi, bis das startet, ja. Also müsst ihr out of combat sein, bis ihr auf die Passive aufspringen könnt. Ihr geht kurz weg, während euch jemand chase und zack, seid ihr auf dem Board. Richtig gute Mechanik. Auch wenn ihr gechased werdet oder irgendwie sowas zum Roam, das fühlt sich schön an. Nicht, dass du 10 Jahre, weißt du, musst 5 Sekunden warten. Da bist du schon fast auf der Botlane. Das ist ja Müll. Das an sich ist schon erstmal komplett krank. Allerdings geht's jetzt los und zwar wird jetzt ihre Q nämlich insane genervt. Ja, ihr seht schon, removed. Das heißt, sie macht kein AOE-Damage mehr, das ist komplett GG. Der AOE-Damage weg ist RIP. Außerdem, das ist gut, macht sie jetzt nicht mehr verringerten Damage an Minions. Das heißt, sie macht kein AOE-Damage mehr, aber dafür mehr Schaden an Minions. Bekommt aber keinen Movement-Speed mehr auf dem Worked Ground. Und das hier ist so ein, ich weiß gar nicht, was das genau ist, das könnt ihr gerne droppen. Und zwar bekommt sie kein Mana zurück, wenn sie auf einem Worked Ground ihre Q castet. Aber was dazu kommt, die Mana-Kosten von dem Q werden dann auf 1 reduziert. Keine Ahnung, was das jetzt heißt. Im Prinzip ist es ein Buff. Weil sonst wird, glaube ich, nur die Hälfte an Mana refunded. Oder wird die komplett nicht? Ich glaube, die Hälfte oder sowas. Und jetzt wird es halt auf 1 reduziert, was ein insane Buff ist. Das heißt, du kannst komplett for free Q casten. Ja. Ist okay, ist nice, ist super gut. Weiter geht's dann. Hier noch haben wir Cooldown Reduce, gerade im Early Game. Das heißt, deine Q, du musst deutlich mehr Qs in die Wave ballern, um pushen zu können. Du hast mehr Aufwand, um deine Wave wegzuklären. Der Gegner hat mehr Möglichkeiten, dich fighten zu können. Dafür hast du aber, sobald du es geschafft hast, kommst du schneller weg. Ja, das im Prinzip bist du, wenn man so möchte, genauso schnell auf der Botlane, aber du bist halt länger auf der Lane und weniger unterwegs. So kann man es ungefähr sagen. Seismic Shove wird überkrass reduziert. 4 Sekunden, das ist ein insaner Buff, weil der Spell ist den nur als letztes Max. Du hast 4 Sekunden durchs ganze Game weg. Insane. Unraveled Earth macht etwas weniger Damage. Und die Wall hält kürzer. Heißt, hält nur noch 5 Sekunden. Könnte man eventuell überlegen, ob man jetzt direkt die E-Max und so ähnlich wie bei Ryze nur einen Punkt in die Ult macht. Aber ich denke, der Cooldown wird ebenfalls sehr gut reduziert. Deswegen muss man mal schauen. Urgot kriegt einen Jungle-Buff, meine Freunde. Wir können uns demnächst auf Jungle-Urgot freuen. Er kann schon mal Maxim, könnte schon mal sagen. Er kann jetzt Urgot spielen. Und zwar also im Jungle. Kollisionsradius wird deutlich reduziert. Das heißt, er kommt deutlich besser um Monster, Jungle-Viecher, Minions, um alles herum. Außerdem macht er super insane Damage im Jungle jetzt. Das heißt, er kann die ganze Zeit 60 Damage auf Stufe 1. Aber auch, ja, also das ist super krass. Ne? Also nur gegen Monster, das ist wichtig. Aber das ist absolut insane. 60 Damage kommt super gut rum. Kann jetzt außerdem seine Purge casten, während er andere Zauber macht. Das ist ganz nett. Und er rootet sich nicht selber mehr. Das sind nette Sachen, aber interessiert nicht, ne? Victor. Victor ebenfalls, das ist der Champion, den ich gesagt habe, der von den Mana-Änderungen profitieren wird. Ja, Victor ist sehr schwach aktuell, aber ich kann es euch jetzt schon mal sagen, er wird seine Zeit haben, wo er wieder komplett overplayed ist und ihr permanent Victor in der Mitte habt. Das könnt ihr jetzt schon mal an. Denn Victor ist so ein Trend-Champion. Der kommt und geht. Ja, auf jeden Fall hat er jetzt deutlich mehr Damage auf seiner Q, aber erst, wenn du es gemaxt hast, wirklich. Also wirklich erst so mit Level 13, 14 rum. Und Chaos Storm hat 0,10 Ability Power mehr. Das ist super geil. Das ist wirklich super geil. Ja, damit haben wir auch den letzten OP-Jungler in diesem Patch. Das finde ich gut, dass alle OP-Jungler angegangen werden, oder die meisten auf jeden Fall. Xin Zhao, komplett broken. Das Problem ist, was ich übel finde, ist, du hast diese Rift Scuttlers. Du musst diese Rift Scuttler nehmen. Und wenn du aber, keine Ahnung, sowas wie Shaco pickst, der im Early Game mit Level 2 tatsächlich super schwach, oder sagen wir relativ schwach ist. Also es gibt schwächere, nehmen wir was noch Schwächeres. Nehmen wir Maokai Jungle. Ja, du hast Bock, du hast Maokai.
und du musst gegen den Xin'Zhao den Scuttler fighten. Geht gar nicht. Der macht dich komplett platt. Du kannst natürlich sagen, ja, ich nehme den anderen Scuttler, aber vielleicht denkt sich dein Gegner das ja auch und dann steht er da. Ja, auf jeden Fall die E-Slot 20% weniger. Das ist insane. Das ist wirklich hart. Das ist wirklich, wirklich hart. Ich glaube aber, Xin'Zhao ist immer noch broken. Ja, gerade durch Phase Rush Buff wird das so ein bisschen ausgeglichen. Zyra rootet jetzt länger, das ist auf jeden Fall nett, vor allem auch für Midlane Zyras, aber gerade auch für Support Zyras, ne, man will sie buffen ohne ihren Damage zu hören, der ist wirklich hoch. Und jetzt kommen wir zu was sehr, 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 sehr Interessanten, und zwar Marksman Base Stat Adjustments. Das heißt, alle, die von euch sehr, sehr aggressive ADK spielen, ich sehe permanent eh nur Traven, die werden gebufft. Was wird nämlich gemacht? Attack Damage wird um 4 von allen ADK Carries reduziert, dieses Attack Damage bekommt ihr aber pro Level dazu und mit Level 9 habt ihr es, ja, das heißt, die 4 Attack Damage sind mit Level 9 wieder da und danach habt ihr mehr. Und jetzt wird's wichtig, ihr habt weniger Rüstung, ihr habt weniger Health Regen. Bedeutet im Endeffekt, wenn ihr Damage bekommt, dann bleibt der Damage. Ihr bekommt viel Damage und dieser Damage bleibt. Wenn ihr also ein Draven seid und euren Gegner schon AD Carry auf 30% runterbringt, dann bleibt er da erstmal so. Ne? Es ist aktuell einfach so, du spielst etwas mit Fleet Footwork und du kriegst ein bisschen Damage und du heilst es einfach wieder hoch. Du hast Dorans, Heilung, Heilung, Heilung und zack ist der komplette Damage nach ein paar Waves wieder weg. Und das ist ziemlich unbelohnend, sage ich einfach mal. Es soll belohnt werden, wenn du deinen Gegner schon ADK in der Lane richtig runterklopfst. Und das finde ich wirklich gut, ne? Das heißt, gerade aggressive Champs wie Draven, Caitlyn oder vielleicht auch, keine Ahnung, Lucian, die werden super insane gebufft. Miss Fortune, Tristana, ne, das ist alles sehr, sehr gut für diese Champions. Ansonsten, ja, haben wir noch eine kleine Kompensation für irgendwelche Champions, die ich gar nicht erst vorlesen will. Das heißt, Diana ist noch ganz cool auf jeden Fall. Denn sie kriegt einen Buff auf ihrer E. Also das soll, weil die Machete ja ein bisschen genervt wurde und diese Champions brauchen ein bisschen Hilfe. Aber bei Diana machen sie es anders. Und zwar geben sie ihr mehr Attack Speed auf ihrer E. Was ziemlich nett ist, weil das auch die Midlane Diana bufft. Damit kommen wir jetzt zu unseren neuen Items. Ja, es ist tatsächlich der AD Carry Patch Buff. Und zwar haben wir jetzt Stormraiser, was dazu kommt, meine Freunde. Ja, für 3200 Gold 70 AD ist eigentlich relativ gut. Ne, Stormraiser, ich denke mal, da brauche ich euch nichts mehr zu sagen. Ihr outetet den Gegner und er kriegt sofort einen Crit. Das Ding skaliert tatsächlich sogar mit Crit. Das war auf dem PBE noch nicht so. Zumindest wo ich das Video gemacht habe. Das heißt, je mehr Crit ihr habt, umso mehr Crit-Damage macht ihr. Ne, das heißt, normalerweise hätte man es ja gesagt, für Champions, die gar keinen Crit bauen, vielleicht Rengar, ne, ein Item drauf. Also man kann Ringer natürlich auf Crit bauen, aber generell ja meistens nicht. Naja, deswegen ist es vielleicht mit Crit sogar noch besser. Muss man mal schauen. Infinity Edge gibt kein Crit mehr. Ja, AD Carries sollen länger scalen. Das heißt, Champions, die unbedingt auf Crit gehen wollen, haben längere Durststrecke, bis sie wirklich stark sind. Während AD Carries, die kein Crit bauen, wie zum Beispiel Draven, die sind instant nach ihrem ersten Item, zum Beispiel diesen hier oben, stark. Essence Reaver kommt ebenfalls dazu. Dieses Item wird übel krass heftig werden. Na, ich denke mal, die meisten von euch, die mein Video gesehen haben sollten, die wissen ja, was diese ganzen Änderungen machen werden. Aber Essence Reaver gibt kein Crit mehr. Und das Wichtige bei diesem Ding ist, dass ihr, wenn ihr eure Ultimate zaubert, dann kriegt ihr mehr Attack Speed dazu, 30%. Und jeder Auto-Attack, den ihr auf das gegnerische Ziel macht, refundet euren Cooldown von euren Non-Ultimate-Abilities um 20%. Bedeutet, ihr macht Ultimate, macht 5 Auto-Attacks und alle eure Spells sind wieder ready, außer eure Ultimate. Und das ist ziemlich, 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 ziemlich krank, muss man sagen. Ja, ansonsten, Last Whisper gibt jetzt wieder Total Armor Penetration. Ist absolut krass, kann man auf jeden Fall sagen. Das haben die ADKs sich ja sehr, sehr lange gewünscht. Muss man natürlich sagen, ich als Assassin-Spieler werde mir das Ding jetzt auch wieder kaufen. Ne? Total Armor Penetration, das ist nicht nur für euch, das ist auch für mich was. Ja, was haben wir sonst noch? Die Seal-Items werden teurer gemacht. Die kosten also hier gerade die abgegradeten 300 Gold mehr. Lifesteal-Items kosten ein bisschen weniger Gold. Maw of Mamortius gibt mehr Magieresistenz. Was hier? Guardian Angel wird interessant werden. Das kann ich euch schon mal als Geheimtipp droppen. Da steht nämlich hier auch mehr oder weniger dabei. Der Item-Build wird anders gemacht. Und zwar Cloth Armor, was vorher, wird jetzt zu Chain Vest. Das heißt, das Ding kostet 400 Gold mehr, hat 10 Armor mehr. Und das Interessante ist jetzt folgendes. Nehmen wir an, ihr seid Twitch und ihr spielt gegen Draven und der haut euch komplett auf die Fresse. Dann könnt ihr in der Laning Phase einfach statt einer Cloth Armor jetzt eine Chain Vest bauen. Und diese Chain Vest, die müsst ihr baut irgendwann im Late Game, baut euer GA aus. Ihr nehmt die erstmal einfach nur in die Lane und dadurch könnt ihr euch richtig krass in der Lane absichern, ohne irgendwelche anderen Armor Items zu bauen oder Cloth Armor zu stacken. Ist eine coole Idee, finde ich auf jeden Fall. Wobei natürlich das so ein bisschen entgegenspricht mit dem oben aggressiv spielen. Ja, Banner of Command wird so geändert. Boah, Banner of Command ist so RIP, Mann, ne?
ich meine, ich als Vladimir, ne, da kommt so ein Ban of Command. Du musst, glaube ich, 30 Autos, 40 Autos drauf machen, damit das Ding kaputt geht. Das ist komplett GG, muss man sagen. Naja, deswegen wird es auch ein bisschen verändert. Und zwar ist es jetzt so, es hat nicht mehr 100% Immunity to Magic Damage, sondern 70% gegen alles. Das heißt, jeder kann dieses Ding töten, aber jeder braucht relativ lange dafür. Tanks wieder noch länger als andere, denn die machen immer noch wenig Damage. Aber finde ich auf jeden Fall okay, weil das ist echt broken. Vor allem, wenn das eine Team so einen Toplaner wie Maruka hat. Natürlich ist es gerade gut gegen solche Champions, aber... weiß nicht, ist schon fies. Shurelias wird genervt, denn Shurelias wird sehr, sehr viel von anderen Champions abused, wie zum Beispiel Vladimir. Ich baue es allerdings meistens gar nicht mehr auf Vladimir, deswegen trifft es mich gar nicht so hart. Gibt jetzt Mana Regen, also komplett horrible für Vladimir zum Beispiel. Hat 30 Sekunden mehr Cooldown und weniger Movement Speed, kostet mehr Geld. Ist also mehr ein Support-Item, kann man, gerade das Mana Regen kann man als Supporter sehr, sehr gut nutzen. Ja, Runic Echo gibt jetzt 20 AP, hat einen anderen Bildweg und dann kommen wir schnell zu Runen, bevor das Video noch viel zu lang wird. Fleet Footwork habe ich euch gerade schon ein bisschen gesagt. Es soll aggressiver in der Lane gespielt werden und nicht mehr so, hör, ich heil alles weg. Das bedeutet, ihr kriegt weniger Movement Speed und der Heal für Range Champions ist deutlich reduziert, während der Heal für Nahkampf Champions allerdings deutlich erhöht ist. Das heißt, für Yasuo ist das hier ein insaner Buff, muss man sagen. Domination Hail of Blades, eine neue Rune, freue ich mich auf jeden Fall, weiß ich gar nicht so drüber. Eigentlich freue ich mich nicht, weil ich glaube, es gibt keinen Champion, auf den ich spielen würde. Es ist aber dafür gedacht, es gibt aggressive Champions, die gerne nicht diesen Baum, den Precision Baum, den AD Carry nehmen wollen, sondern vielleicht den Burst Baum, den Domination Baum. Das heißt zum Beispiel, Draven wird perfekt, glaube ich, mit dieser Rune. Denn ganz ehrlich, was will... Ich sehe Dravens mit Benefit, das sieht einfach nur richtig komplett falsch aus, aber für Draven gibt es einfach nichts richtig Geiles. Und ich denke, diese Rune ist schon was ziemlich Gutes, denn ihr bekommt für eure ersten drei Autotags 50 bis 100% Attack Speed dazu. Achtung, wenn ihr 1,5 Sekunden lang nicht angreift, dann wird das abgebrochen. Aber das Ding hat einen Cooldown von 5 Sekunden out of combat, das ist super broken, Leute. Ihr macht drei Autotags, bam, bam, bam. 5 Sekunden out of combat, bam, bam, bam. Also, ihr könnt das Ding permanent nutzen, das ist überheftig, glaube ich. Und halt aber sehr, sehr speziell. Außerdem ist jetzt der ultimative Hut quasi, Ultimate Hunter ist das jetzt. Der ist jetzt auch im roten Baum, das heißt, hier ist jetzt Cooldown Reduction nicht über Ultimate Aktivierung, sondern über Bounty Hunter Stacks. Sorcery kommt dafür eine neue Rune rein, da wo der Ultimate Head war, und zwar Nimbus Cloak. Ja, kommt so ein bisschen von Harry Potter. Wenn ihr eure Ultimate castet, kriegt ihr für 2,5 Sekunden 100 Movement Speed. Ja, Cooldown 60 Sekunden. Ihr könnt mir auf jeden Fall droppen, für welchen Champion das interessant sein könnte. Ich habe schon überlegt, so für Champions wie Vladimir, rein theoretisch ja. Ne, du böllerst da rein mit Flash Ultimate und das 1000 Millionen Movement Speed. Könnte krass sein. Muss man mal gucken, welche Champions damit ausrasten. Gerade aggressive Champions, ne? Du machst mit Z deine Ultimate und kriegst 100 Movement Speed. Talon, 100! Das ist gut. Das ist. Ich merke gerade mal, wie gut das Ding ist. Ja. Inspiration, Minion Materialisierer hat jetzt mehr Cooldown. Ansonsten Turrets, das ist eine interessante Änderung. Turrets haben weniger HP, regenerieren mehr HP und haben jetzt so drei Indikatoren. Das heißt 33%, 33%, 33% ihrer HP. Und sobald also die regenerieren das ja jetzt schneller nach, weil sie mehr HP-Regeneration haben. Aber das Wichtige ist, dass sie... Sobald ein Drittel weg ist, regeneriert das nicht mehr nach. Es regeneriert immer nur bis zu einem Drittel. Drittel, Drittel, Drittel. Sobald das erreicht ist, ist RIP. Und das ist dafür da, dass du eine Belohnung bekommst, wenn du den Tower niederpockst, ja? Machst du den Tower auf 60%, dann wirst du dafür belohnt, dass der Tower nicht mehr auf 100% regeneriert. Ballerst du den Tower auf 30%, dann wirst du dafür belohnt, dass der Tower nicht mehr auf 50% regeneriert. Finde ich ist cool, ist eine nette Änderung. Und dann kommen wir noch zum Turret Gold. Und boah, das ist aber auch ein riesen Patch jetzt hier, ne? Turret Gold ist so, es soll mehr für Solo-Carry-Action wieder weiter Belohnung geben. Bedeutet, das Gold wird weniger auf die Allies verteilt, ja, glaube, auf die Map, sondern mehr für die Leute, die drumrum stehen. Wenn ihr jetzt als Ersatzturner mehr einen Turm kaputt macht, Inner Turret ist das allerdings, Inner Turret, ja, dann bekommt ihr einen Arsch voll Kneten, also richtig viel, 300 Gold, das ist GG. Ja, Baron Nashor ist jetzt ein bisschen schwächer, war zu stark. Finde doof, dass er jetzt keine Corruption Stacks mehr drauf macht. Das finde ich wirklich dumm. Das finde ich echt dumm, weil das war der größte Vorteil. Das Team, das den Baron fightet, kriegt die ganze Zeit die Corruption Stacks und dadurch hast du eine Möglichkeit, dieses Team zu fighten. Ohne diese Stacks, schwierig. Scuttlecrab, ne, kennen wir alle, ist absolute Fiesta im Moment, deswegen wird da ein bisschen beruhigt das Ganze. Hält jetzt länger, hat dafür allerdings auch mehr Respawn Time, damit der nicht ganz so oft am Start ist.
Und Jungler bekommen mehr XP. Das ist ganz wichtig, denn die kriegen aktuell wirklich unglaublich wenig XP. Ja, das war's. Es wird natürlich noch zwei neue Skins geben. Die werde ich mir beide kaufen. Ich denke, ich finde den hier vor allem geiler. Ja, der Dark Waters Vladimir, der ist auch okay. Aber den Diana-Skin finde ich schon insane nice. Ich möchte mich an dieser Stelle verabschieden. Ist leider ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, es ist okay. Auf Wiedersehen, meine Freunde. Und Tschüssikowski.